3000 plus Mehrwertsteuer sind 3 mal 14, ist 420, wenn ich richtig rechne. Mhm. 3420 Mark. Naja, nicht schlecht. Dafür, dass wir nur den Liebhaber seiner Frau aufgespürt haben. Das ist es ihm bestimmt wert. So musst du das auch mal sehen. Ach, Rechnung schreiben ist deine hohe Kunst. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, Herr Löffelhardt aus Duisburg. Was für eine Überraschung. Was führt dich denn nach Berlin? Ein Gastspiel. Volkschor. Liederkranz Duisburg. Wieso denn das? Na, eigentlich bin ich ja Chorknabe. Namen und Adressen nur von den Spediteuren, die für Sie arbeiten. Wir unterhalten beste Beziehungen zu allen möglichen Detektivbüros in ganz Europa. Wir sind natürlich von unterschiedlicher Qualität, aber daran ist nichts zu ändern. Wie gesagt, mir geht es um diesen Kron, nicht wahr? Ja. Kron in Viersen, Friedrich Kron und Sohn. Das ist alles notiert. Sie sind bitte so lieb und sagen uns, wann er für Sie fährt. Ja, das ist wichtig. Natürlich, das wird nächste Woche. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Sag mal, da denkt man nichts Böses. Und wer steht plötzlich da? Löffelhardt. Was machst du in Berlin? Ich singe. Du singst richtig so, lala? Ja, Sänger. Volkschor. Liederkranz Duisburg. Da soll noch mal einer sagen, die ehemalige deutsche Reichshauptstadt sei kulturell nicht absolutes Weltniveau. Tag, mein Alter. Ich habe gleich Zeit für dich. Olga, leg meine neue Karteikarte an. Feigenschmidt Johannes, Export und Import, GmbH und Co. KG, meist Textilien. Hast du? Mhm. Beschäftigt unterschiedliche Spediteure. Er handelt bloß mit der Ware, aber die kommt immer seltener pünktlich an. Manchmal wird sogar ein ganzer Laster geklaut. Jetzt hat er einen Spediteur in Viersen, der fährt Rotterdam-Berlin für ihn. Und der heißt, gar nicht aufgeschrieben, der heißt, ich hab's gleich. Kron und Sohn. Stimmt, woher weiß denn der? Ach, das hat er eben gesagt beim Rausgehen. Dich kenne ich doch. Und diesen Kron verdächtigt er? Der hat schon zweimal unterwegs Pech gehabt. Einmal mit 6.000, einmal mit 8.000 Jeans. Terminware. Ist ihm die Ladung gestohlen worden? Nee, kam nur zu spät in Berlin an. Sein Auftraggeber hat ihm daraufhin die Jeans nicht mehr abgenommen. Ach, nun hockt er auf 14.000 Paar Hosen rum. Er ist sie dann später doch losgeworden, aber eben weit unter Preis. Also ein Verlustgeschäft? Das kann man so nicht sagen. Die Versicherung hat ja die Differenz bezahlt. Trotzdem ist der Schaden ziemlich happig. Denn die Abnehmer von Feigenschmidt wollen mit ihm nicht mehr zusammenarbeiten. Und dagegen nützt die beste Versicherung nichts. Wir haben den üblichen Spesensatz verabredet, Gebühren auch wie üblich und eine Erfolgsprämie von 10.000. Hast du es? Ja, sicher. Bravo, Olga. So, Löffel, ich glaube, wir werden uns jetzt einen Whisky genehmigen, die Leute nicht länger von der Arbeit abhalten. Du sag mal, Viersen, das wäre ja gerade noch so mein Revier. Sag mal, kann unser einer auch in euer Konzert? Ja, noch Karten? Fast ausverkauft, aber wenn ihr unbedingt wollt. Oh, wir würden uns sehr freuen. Hast du gehört? Wir würden uns sehr freuen. Feigenschmidt, ist er nicht da? Er ist nach Westdeutschland geflogen, heute ganz früh. Schade. Die packt's wohl auch nicht so richtig. Die schafft das schon noch. Die muss das schaffen. Aha. Das ist nämlich so was wie, naja, wie ein Symbol. Für das Büro hier, was? Wenn die Pflanze blüht und gedeiht, dann... Sie haben's erfasst. Naja. Wenn es hier auch nicht so richtig läuft. Na, wer sagt denn das? Die Geschäfte gehen gut, bloß, naja, wir wollen so zerrunnen. Und dann wird halt nichts Geschäft umso riskanter. Also nach dem Motto, wer nicht wacht, der nicht gewinnt. Wer nicht beischläft, kriegt kein Kind. Kann ich ja nicht drüber lachen. Was wollten Sie denn überhaupt? Naja, ich habe ein Speditionsunternehmen und bei uns ist es auch schon lange nicht mehr rosig und da dachte ich mir... Also so einfach ist es hier nicht bei uns, ja? Wer für Feigenschmidt arbeitet, der muss schon sehr flexibel sein. Also heute zum Beispiel, ja? Da kommt hier eine Meldung herein. Ein Transport aus Hongkong. 12.000 Jeans sind da zu haben. Ab Rotterdam Hafen 12,80 Mark das Stück. Mein Chef, der ist dann auch gleich los,
und hat die Kaufhäuser abgeklappert und versucht, die Ware an Mann zu bringen. Und hat auch gleich einen Abnehmer gefunden. Aber die Bedingungen, na, die sind hart. In 4 Tagen muss die Ware ausgeliefert sein. Da kommen wir ja ganz schön ins Rotieren, kann ich Ihnen sagen. Da habe ich schon mal vergessen, die Pflanze hier zu gießen. Was passiert denn, wenn der Transport zu spät kommt? Ja, dann ist der Käufer aus der Abnahmeverpflichtung raus und wir bleiben auf der Ware sitzen. Ja, und dann? Muss man 9 Abnehmer finden. Aber das ist dann meistens so ein Billiger Jakob. Das heißt, hier in Berlin ist das eine Jakobine, die nicht mehr als 6 oder 8 Mark dafür zahlt. Eindrucksvoll, wirklich, wie Sie das darstellen können. Bis jetzt hat's immer geklappt. Schön wär's. Im letzten Monat, ja, da sind 2 Transporte geplatzt. Das heißt, sie sind nicht pünktlich angekommen. Also der Spediteur schwört natürlich Stein und Bein, dass er unschuldig ist. Das eine Mal soll ein Unfall schuld gewesen sein und das zweite Mal ein Motorschaden. Soll. Die Konkurrenz ist groß und hart, das kann ich Ihnen flüstern. Das kann schon mal sein, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Also nee, ich glaube, das ist kein Geschäft für mich. Sie könnten ja Ihre Visitenkarte mal da lassen. Nein, danke. Ehrlich gesagt fühle ich mich solchen Aufgaben nicht gewachsen. Haben Sie schon mal mit Guano versucht? Manche Pflanzen gedeihen unheimlich gut damit. Ich hätte Ihnen Kaffee machen können. Vielleicht ein andermal. Hier wird noch eine Menge am Hals. Aber wenn Sie nichts dagegen haben, schenken wir wieder ein. Schön. Ein Kaffee ist immer da. Um 9.17 Uhr traf die observierte Frau Meinhardt im Parkhaus des Kudamm-Eck ein. Dort stellte sie ihren Wagen ab und fuhr per Taxi nach Neuwestend in die Bayernallee 13, wo der Student Detlef Friedrichsen wohnt. Absatz. Um 11.23 Uhr verließ sie das Haus und ging zu Fuß zum Taxistand am Theodor-Heuss-Platz, fuhr von dort aus zurück zum Kudamm-Eck. Absatz. Im Kudamm-Eck kaufte sie am Stand der französischen Konditorei La Vôtre 2 Stück vom Lieblingskuchen ihres Mannes. Woher weißt du denn das? Was? Na, dass das der Lieblingskuchen ihres Mannes ist. Ja, weil er mir das erzählt hat. Ist übrigens auch mein Lieblingskuchen, nur leider unerschwinglich teuer. Im Parkhaus ließ sie sich eine Quittung über die Höhe der Parkgebühren geben und... Hat Löffelhardt sich eigentlich nochmal gemeldet? Nee, der hat sich telefonisch verabschiedet und ist zurück nach Duisburg. Und fuhr nach Hause zurück. Na prima, ich habe schon befürchtet, der würde sich in die Sache feigens mit reinhängen. Tschüss da. Nö, was denn, was denn? Willst du heute nicht mehr arbeiten? Hab ich doch schon. Mein Fall ist abgeschlossen. Für heute jedenfalls. Frau ist zu Hause, Ehemann ist auch nach Hause gekommen. Beide trinken Kaffee, Ehemann kriegt Lieblingskuchen. Frau kann nicht mehr zu Liebhaber, also hab ich frei. Tschüss. Faules Stück. Sag mal, du meinst nicht, dass der Löffelhardt uns da reinfuschen will in die Feigenschmidt-Angelegenheit? Keine Rede. Den hast du ja deutlich genug abblitzen lassen. Oh ja, da bin ich groß im Abblitzen lassen. Er soll sich seine Fälle gefälligst da suchen, wo er hingehört, nämlich in Duisburg. Sag mal, Albert, das ist doch Brunos Fall. Wenn der dir da drauf kommt... Der kommt da nicht drauf. Ich fahr da bloß mal hin und guck mir den Laden an. Nehmen Sie mich mit? Nach Viersen? Naja, die Pizza wäre mir auch lieber. Da fragst du aber erst noch mal mich. Ich habe 1 Woche Urlaub, Franz. Von dir genehmigt. Verdammt nochmal, das habe ich ganz vergessen. Kannst du nicht umdisponieren? Das könnte ich schon, aber das will ich nicht. Viersen. Bist doch nicht ganz bei Trost, Irene. Kein Mensch fährt in Urlaub nach Viersen. Ich schon. Was ist? Nimmst du mich mit? Tja, ich weiß nicht. Kann vielleicht eine gefährliche Kiste werden. Das geht in Ordnung. Das wäre mal ein anderer Urlaub. Ein Abenteuerurlaub. Finde ich hier den Chef? Junior oder Senior? Wer hat denn das Sagen? Der Alte. Der Junior bin nämlich ich. Und? Wo? Da drüben. Reifen kaputt? Was soll ich mit dem Detektiv? Die Frage ist falsch gestellt, Herr Krohn. Was will Feigenschmidt mit einem Detektiv? Naja, es war schon komisch. Die letzten 2 Ladungen. Der Unfall. Was hätte man denken können? Der Kalle hat gepennt, der Fahrer. So was ist mir in 40 Jahren Berufspraxis nicht untergekommen. Bei der zweiten Sache, bei dem Motorschaden, war das derselbe Fahrer? Der Kalle? Nee, nee.
Da ist mein Sohn gefahren, der Karl-Heinz. Also wenn Sie wieder mal einen Auftrag von Feigenschmidt kriegen sollten. Ja? Vor 2 Stunden reingekommen. Das nenne ich einen fetten Brocken. Von Feigenschmidt? Ja. Wundert Sie das nicht? Doch. Nämlich, weil, wenn ich der Feigenschmidt wäre, würde ich mir, dem Kron, keine einzige Fahrt mehr geben. Hey, Karl-Heinz! Gib mal den PKW da weg, das ist mein Stellplatz! Können Sie mal Ihre Mühle da wegfahren? Da muss der LKW hin. Ach du meine Güte, hoffentlich kann ich das. Mal versuchen. Weiber am Steuer. Komm endlich raus, Mädchen, sonst fahr ich dich zu Brei. Wenn das mal gut geht. Hab ich auch gesagt. Aber ich kann den Auftrag nicht ablehnen. Das meine ich doch nicht. Also weißt du, das finde ich gemein. Hab mir das anders überlegt. Kannst wieder an deine Parklücke zurück, Mädchen. Das ist eine Sauerei. Ihrer Meinung nach tun? Angriff ist die beste Verteidigung. Sie können versuchen, rauszukriegen, was da unterwegs läuft. Und wie? Stellen Sie mich an, geben Sie mir einen Auftrag. Was kostet mich das? Am Tag 500, bei Erfolg 5000 Mark Prämie. Das mit der Prämie ist in Ordnung. Von mir aus auch 7,5. Aber keinen Tagessatz. Geld bei Erfolg. Schließlich sind Sie zu mir gekommen, nicht umgekehrt. Okay, geborgt. Können Sie mir dann die genauen Touren noch geben? Morgen früh um 7. Hallo? Tja. Tja. Du verfährst meinen Diesel, wenn du da draußen rumkariolst. Och Mann, das bisschen, Chef. Glaubst du, könntest es schaffen? Unbemerkt an uns dran zu bleiben, mit meinem Auto. Drehst du dich mal um? Der Kron mich dem Kaleb zuteilt, dann bin ich dem ja ziemlich ausgeliefert. Der soll dich lieber mal mir zuteilen. Sag schon, traust du das zu? Löffelchen, kommst du mal her. So nicht, Herr Hunke, nicht mit mir. Sie können mir doch nicht einfach die Versicherung kündigen. Unser Haus kann das Risiko nicht mehr tragen. Lesen Sie die Vertragsbestimmung, die Sie notabene mit unterzeichnet haben. Danach steht uns das Recht. Recht, Recht! Ich bin im Recht. Ab morgen läuft ein ganz wichtiger Transport für mich. Reden Sie auch, Herr Feigenschmidt, der ist ja noch versichert. Wir halten ja schließlich unsere Kündigungsfristen ein. Trotzdem, ich war nie mit meinen Zahlungen im Rückstand. Ja, mehr noch, ich habe alles versucht, um den Schaden möglichst gering zu halten. Hätte ich keine Abnehmer gefunden, hätten Sie die ganze Summe allein zahlen müssen. Billig genug haben Sie die Ware ja verkauft. Unter den Umständen kann man doch überhaupt nur froh sein, wenn... Ich habe wirklich mein Bestes getan, Herr Hunke. Wirklich. Ich habe sogar ein Detektivbüro engagiert. Ah ja, welches? Büro Roth, das wurde mir empfohlen. Das hätte ich Ihnen auch empfohlen. Dieser Roth ist ein durchaus integrer Mann. Na sehen Sie. Wir tun doch alles, um unsere Transporte zu sichern.
Also dieser Meinert-Auftrag ist ein sehr angenehmer Job. Vormittags betrügt sie ihren Ehemann, nachmittags und abends ist sie zu Hause, also hab ich frei. Ich muss mal eben zu Feigenschmidt mit. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Bloß heute gab es eine kleine Variante. Heute hat sie vorher den Kuchen bei La Vostre gekauft. Zwei Stücken für ihren Studenten und zwei Stück für ihren Ehemann. Sie denkt wohl, wenn ihr Student schon in puncto Frauen den gleichen Geschmack hat wie ihr Mann, dann muss er ihn auch in puncto Kuchen haben, was? So, kann ich dir jetzt meinen Bericht diktieren? Ich muss echt den Brief hier fertig schreiben. Vorhin war dieser Versicherungsmensch da. Sie müssten ihn übrigens kennen. Hunke heißt er. Ja, kenne ich. Mein Gott, wie dieser Kerl sich aufgespielt hat. Dabei habe ich den Schaden ganz schön gemindert. Ja? Wie denn? Ich habe ihm Abnehmer gefunden, aber ist jetzt nebensächlich. Ich habe Sie hergebeten, weil ich zeitlich furchtbar im Druck bin. Hier, da drin ist ein Scheck, die Anzahlung. Danke sehr. Das sind Kopien der Frachtaufträge, die Sie gestern über Fernschreiber rausgegangen sind. Und das ist eine Karte mit der eingezeichneten Route. Sehr gut. Wenn alle meine Auftraggeber solche Vorarbeit leisten würden, aber einholen kann ich ihn jetzt nicht mehr, wenn er schon unterwegs ist. Auf der Rückfahrt werden Sie ihn erwischen, ist da kein Problem. Er muss ja den direkten Weg Rotterdam-Berlin nehmen, über Breda, Grenzübergang Venlo. Ich schlage vor, Sie warten in Venlo auf ihn, da können Sie ihn nicht verfehlen. Venlo. Danke. Ihr Kaffee, Herr Feigenschmied. Und Ihnen auch eine schöne Tasse Kaffee, oder? Dankeschön, ich müsste schon längst auf der Autobahn sein. Außerdem bekommt mir Kaffee nicht. Oh, wie schade. Wir haben auch koffeinfrei. Recht schönen Dank, sehr freundlich. Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Fräulein Rüdlein. Wenn unser Vertrauensmann aus Viersen anruft, er soll auf der Rückfahrt keinesfalls Grenzübergang Venlo anfahren. Haben Sie verstanden? Auf der Rückfahrt keinesfalls Venlo. Ich werde es ihm sagen, Herr Feigenschmidt. Auf der Rückfahrt keinesfalls Finlo. Um 11.37 Uhr erreichte die Beschattete ihr Haus am Hirschsprung Nummer 109. Okay. Vielen Dank, Olga. Mhm. Du, ich bewundere diese Frau Meinert. Ja. Bei der möchte ich auch mal Student sein. So mit La Vostre-Kuchen verwöhnt werden. Olga, hast du mal die Duisburger Nummer von Löffelhardt? Ich muss hier drinstehen. Danke. Du, der Dreh mit dem Parkhaus ist da genial. Da lässt sie sich immer eine Quittung über die Parkgebühren ausstellen. Die kann dann jemand von der Steuer absetzen. Und gleichzeitig ist es ein Alibi. Na ja, ein Beweis dafür, dass er am Kudamm Shopping war. Er ist mal wieder nicht zu Hause. Haben wir die Nummer von seiner Stammkneipe? Muss auch da drin stehen. Und der F wie Franz. Na, heute hat sie ja das Taxi gespart. Heute ist sie ja mit der U-Bahn zu ihrem Studenten gefahren. Vielleicht ist sie knapp mit dem Haushaltsgeld. Du, so eine Freundin müsste man haben. Vorsicht, Uli. Klientinnen sind tabu. Ein Scheißberuf. Franz, ich kann den Löffelhardt nicht erreichen. Den erreichen Sie überhaupt nicht. Der ist für ein paar Tage weg. Das ist schade. Etwas übernehmen können. Der übernimmt Sie vielleicht auch so schon. Warum? Er hat Irene mitgenommen. Aha. Gut, Franz, dann mache ich das selber. Löffel treibt sich wieder irgendwo rum mit einer Biene. Wie lange fahren wir? Wir fahren durch bis Rotterdam. Soll ich dich mal ablösen, bist du noch schlapp von der letzten Fahrt? Nee, würde ich ja vor Angst kein Auge zu kriegen. Kann ich auch gleich selber fahren. Der Gewerkschaft darfst du deinen Stundenzettel nicht zeigen. Klugscheißer. Also hetzen lasse ich mich deswegen nicht. Ich habe mir das mal ausgerechnet, der kann vor heute Abend gar nicht wegfahren aus Rotterdam. Er muss noch laden, Papierkram erledigen und so weiter. Im Übrigen riecht es wunderbar in deiner Küche, Olga. Ich möchte vorher noch essen. Was ist es denn, was meinen Rüssel so reizt? Buchweizengrütze mit eingebrannter Sojasauce. Heute gibt's fleischlos und dazu gibt's noch Rotkohlsalat aus unserem Bio-Treibhaus. Eingebrannte Sojasauce? Ich esse nie von der langen Fahrt. Das wird auch mit der Zeit ein bisschen knapp, Olga, glaube ich. Na, fahren wir lieber gleich los, nicht? Nee, du bleibst hier. Du müsstest mal die Leute checken, an die Feigenschmidt die nicht termingerechte Ware verhökert. Warum? Ist doch ganz legitim. Was er durch den Verkauf einnimmt, spart doch die Versicherung. Fantasieschwägerin. Hätte die Firma Roth seinerzeit, dein seliger Mann, mein seliger Bruder, etwas mehr Fantasie entwickelt, dann wäre die Pleite wahrscheinlich zu vermeiden gewesen. Was hat das denn damit zu tun? Das will ich dir gerne erklären, Schwägerin.
Wenn ich auf einem Posten Jeans, sagen wir mal, um es einfach zu machen, 10.000 Stück sitzen bleibe, zahlt die Versicherung den Verlust. Wenn eine Hose 10 Mark kostet, Großhandelspreis, dann sind das 100.000 Mark. Nun muss ich aber, weil ich nicht termingerecht war, die Hose zu 5 Mark verkaufen. Kriege ich 50.000 Mark vom Abnehmer, 50.000 Mark von der Versicherung. Habe ich wieder 100.000 Mark. Wenn ich aber mit dem Abnehmer unter einer Decke stecke und der verkauft 10.000 Jeans das Stück zu 50 Mark, dann sind das 500.000 Mark. In anderen Worten eine 500.000, die ich mir mit ihm teilen kann. Du siehst, da ist eine ganze Menge möglich. Deshalb möchte ich mir die Abnehmer gerne mal ein bisschen näher angucken. Ja, aber die Geschichte hat einen Haken. Welchen? Woher wissen wir, dass der Feigenschmidt genauso schlau ist wie du? Ich muss doch eine Eigenschaft haben, für die du mich bewunderst. Stimmt. Ich frage mich natürlich, warum man das macht in einem Zug Viersen-Rotterdam Berlin. Rund um die Uhr 10 Stunden ranklotzen, 4 Stunden pennen, 10 Stunden ranklotzen. Ich zum Beispiel mache das, weil der Kron anständig löhnt. Noch 2-3 Jahre, dann habe ich meine eigenen Laster. Was? So viel Kohle kriegst du hier? Kommt immer darauf an, was du machst. Und wie du es machst. So, ich erledige schon mal den Zollkram. Tankpapiere, 90 Liter Diesel, 2 Stempel, eine Unterschrift, es lebe Europa. Bin gleich wieder da. Fernfahrer ist, bin ich die Unschuld vom Lande. Nö, ein Schnüffler sieht ja nicht aus. Vielleicht irgendein Bekannter von Kron. So ein Typ werde ich leichter los wie ein Schnupfen. Aber erst muss der noch was arbeiten. Okay. Wird gemacht. Was? Sagen Sie das nochmal, Chef. Nee, ohne mich. Wie stellen Sie sich das denn vor? Ich bin noch nicht James Bond. Kommen Sie denn darauf? Ein Detektiv? Ich soll ihn austricksen, nur damit die Versicherung? Nee, da läuft nichts. Ich mache ja eine Menge mit, aber sowas, das kostet ja aber eine Kleinigkeit. Machen Sie mal ein Angebot. Ist doch lächerlich. 4.000 und keine müde Mark weniger. Okay, 3,5 gebongt. Dafür schaffe ich den auch noch. Und sonst bleibt alles wie besprochen. Nein, ich fahre auf dem Rückweg nicht über Venlo. Ja, sicher bin ich pünktlich in Vosslar. Gute Fahrt, Chef. So lange. Einmal darfst du raten. Jetzt gibt's nämlich keine Pinkelpause mehr bis Rotterdam. Was ist mit mir? Dein Problem.
Ich dachte, ich komme diesmal unbemerkt weg. Hier, wenn du schon mein Essen verschmähst, Kamillentee und Möhren. Ich bin doch kein erkältetes Kaninchen. Du bist ein Goldstück. Ja, das weiß ich ja. Sag Ricarda, dass ich am Samstag wiederkomme und dass ich sie diesmal wirklich nicht mitnehmen kann. Ricarda, das ist keine Spazierfahrt. Wieso? Mein Großvater mütterlicherseits war Rennfahrer. Du kennst deine Mutter überhaupt nicht. Mach ihm der Großvater väterlicherseits. Kondition. Ja, die wirst du auch bald brauchen. Na, wir laden gleich. Was, wir selber? Ja, was denkst du denn? Ab dafür! Das geht nicht! Mensch, hab ich einen Hunger! Und ich jetzt! Wie das aussieht. Früher haben bloß die geladen, die es konnten. Das verrutscht uns ja gleich in der ersten Kurve. Da kriegt der Hänger gleich Schlagseite. Dann machst du das selber! Das könnte so passen, du Anfänger. Setz die Kartons mal richtig. Ich übernehme da die nächsten. Spiel dich bloß nicht so auf, du Klugscheißer. Halt's Maul, tu was für dein Geld. Ganz schön geschafft, was? Kann man wohl sagen. Wenn wir erstmal aus der Stadt raus sind, machen wir eine Pause. Hunger hätte ich eigentlich. Dabei gedacht, als ich die mitgenommen habe. Schließlich brauche ich ja meinen Stundenschnitt. Aber die saugt mich los, wie eine hungrige Gans auf den Apfel gerieft. Ah, ich glaube da kein Wort von.
Wäre die da draußen nichts für dich? Herzensbrecher? Oh, echt schlecht. Muss aber schon sehr nett sein zu der Kleinen, mein Junge. Ach. Dann ist das wohl ihre Braut, was? Ich hätte mal eine Frage. Angenommen, ich suche einen Lastwagen, der regelmäßig Rotterdam-Berlin fährt. Und der in diesem Augenblick wahrscheinlich gerade in Rotterdam beladen wird. Wo kann ich den erwischen? Wozu wollen Sie den denn erwischen? Wenn ich euch das erzähle, das glaubt ihr mir sowieso nicht. Ich muss den Fahrer warnen. Seine Frau ist ihm auf ein paar Schliche gekommen. Und wenn ich ihm nicht Bescheid sage, dann läuft er zu Hause ins offene Messer. Für wen fährt denn dein Kumpel? Kron und Sohn. Viersen. Tja, kommt doch an, was er geladen hat. Mal kommt er hier lang, mal macht er den Umweg über Belgien. Aha. Warum das denn? Warum ist doch wurscht. Dich interessiert doch ob, oder nicht? Ja, das ist richtig. Ich kann mal über Funk fragen. Bin gleich zurück. Wenn er über Belgien fährt, dann macht er Rast in Vosselaar, Hotel du Noor. Das ist ein Schub, wo man sich trifft. Aha. Sag mal, die Frau da draußen, deine Braut, die ist aber nicht gerade der gleiche Jahrgang wie du. Die fährt nur mit, damit das Motorrad eine bessere Straßenlage hat. Sag mal, Vosselaar, ist das eine Autobahn? Ja, sicher. Schönen Dank. Tschüss. Tschüss. Na, hast du was rausgekriegt? Merk dir mal bitte, Vosselaar Hotel du Nord. Warum denn ich? Warum denn du? Die da drin denken auch, ich liebe dich, weil du so jung bist. Nein, weil du so ein frisches Gehirnchen hast. Ah, Vosselaar Hotel du Nord. Danke. Ende. Wie sieht's aus? Ich habe einen von Kron erreicht. Er sagt, Kalle Fischbeck ist in Rotterdam. Er holt 12.000 Jeans auf Termin. Was ist er? Aber bis du in Rotterdam bist, ist er längst weg. Und über die Route hast du nichts erfahren? Nee, da gibt's nur eine Chance. Du fährst über Eindhoven und Tilburg nach Breda. Da muss er in Richtung Antwerpen weg, wenn er die belgische Tour fährt. Dann mach ich das doch. Muss ein unheimlich guter Freund von dir sein. Ist er auch. Schönen Dank. Okay. Tschüss. Tschüss. Warum warten wir denn nicht hier in Venlo auf ihn? Das ist doch die Grenzstation, die der Feigenschmidt eingezeichnet hat. Woher weiß ich, ob der LKW so fährt, wie Feigenschmidt das eingezeichnet hat? Wir fahren weiter, und zwar dahin, wo er uns nicht entkommen kann. Zombies, was machen die denn auf der Raststätte? So, 20 Minuten Pause. Können wir uns das leisten? Ich kann auch mal fahren. Nee, lass mal. Die Rast tut uns beiden gut. Bestell mir schon mal eine Portion Kaffee und zwei Schinkenhörnchen. Die sind hier echt prima. Ich muss noch mal aufs Töpfchen. Okay. Vier Schinkenhörnchen und zwei Kaffee. Ganz schön über die Handgelenke. Früher bin ich das Stück München-Madrid an einem Streifen durchgefahren. Hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Tja, früher. Was soll denn das heißen? Ne? Such dir doch einen Jüngeren. Wieso? Such du dir doch eine Ältere. Denk ja gar nicht dran. Komm, trink mal dein Kamillentee jetzt. Also pass auf. Krons LKW kommt aus Rotterdam, also ja, von? Dort. Richtig. Wenn er direkt nach Berlin fährt, über Venlo, muss er da vorne geradeaus. Wenn er den Umweg über Antwerpen fährt, muss er da vorne? Rechts. Richtig, du hast es. Ich hab's. Na endlich, da kann ich ja raus. Gut.
So was Blödes, wieso kommen die denn jetzt schon? Das ist er doch! Auf geht's! Ja! Bitte würden Sie jetzt weiterfahren. Nee, fahren Sie mal weg, ich muss hier zurück. Das geht nicht, Sie können erst bei der nächsten Ausfahrt wenden. Was ist denn das Löffelchen? Der war doch gar nicht drin in dem Laster. Würden Sie jetzt bitte weiterfahren, Frau? Verloren. Sie haben einen Fahrer. Ja, nicht wie Sie meinen. Ich bin der Beifahrer. Er ist der Fahrer auf einem Lastzug. Verstehen Sie? Los, Albert, steig ein! Ihr Lastwagenfahrer. Schaff das doch nie rechtzeitig nach Berlin, du musst dich getäuscht haben. Habe ich aber nicht. Also ich bin hier der King und du fährst, wie ich sage. King? Wer hat sich denn abhängen lassen wie ein Anfänger? Und wer hat denn die Tomaten auf den Ohren gehabt? Hast du denn nicht mal gemerkt, wie er bei der Raststätte raus sind? Ich bin ja auch kein Detektiv, sondern Köchin. Küche Nilfe. Interessant, Olga. Dankeschön. Tschüss. Also, pass auf. Feigenschmidt verkauft die Jeans, auf denen er sitzen bleibt, an Ediths Manshop. Das ist ein Unternehmen mit 17 Filialen. Edith heißt mit Nachnamen Häusler und wohnt in Dahlem, wo es am teuersten ist. Und dort treibt sich auch ihr Freund und Liebhaber herum. Und wer ist das? Harald Junke. Falsch. Feigenschmidt. Richtig. Jetzt, wenn du sagst, nun fahren wir zu diesem Truckertreff nach Vossela. Ins? Hotel die noch. Der Kandidat hat 99 Punkte. Fahr doch nicht so dicht auf, Mann. Liebes, der klügere Knab, was? Thank you.
sur tes vacances. Chante, oui, chante. Et tu verras que c'est bon. Fischbeck? Unser Kollegen kann. Ein Bier und auch so einen Happen Spaghetti. Die Videos übernehme ich. Okay. Wo musst du denn hin damit? Kein Problem, Inland. Hinter den Jeans kriegst du die auch über die Grenze. Die bleiben hier. Der Chef hat einen Supermarkt in Brüssel aufgerissen. Aha. Und jetzt? Abwarten. Fenster. Hey, mach deinen Christbaum aus, du Blödmann. Chef, was ist? Das Signal. Mon guide, Nathalie. Chef! Lass die zweite aus dem Weg. Das scheint ernster zu sein. Keinen Schritt weiter, Kalle! Und der andere auch! Ich hab die Waffe auf euch gerichtet! Scheinwerfer aus! Wagen zurücksetzen! Warst du das? Klar, mit dem Ziegelstein. Na sowas. Das ist doch... Mein Auftraggeber, Herr Feigenschmidt. Ich bin ganz sicher, Herr Hunke, dass das so gelaufen ist. Aber beweisen Sie dem Feigenschmidt mal, dass er bei dieser Edith Häusler kassiert hat. Von mir aus gern. Wiederhören, Herr Hunke. Dass Feigenschmidt die Fahrten selbst verzögert und manchmal sogar die Ware geklaut hat, das kann man ihm nachweisen. Seine stille Beteiligung an Ediths Manshop leider nicht. Und wie hat er die Transporte verzögert? Die Fahrer standen sozusagen auf seiner Gehaltsliste. Sie bewerben sich ganz normal bei einer Spedition. Und sobald sie eingestellt sind und die ersten richtigen Routen kriegen, kommt prompt ein Auftrag von Feigenschmidt aus Berlin. Import, Export. So einfach ist das. Aber nicht schlecht, ne? Kalle Fischbeck ist ein Mitarbeiter von Feigenschmidt. Genau wie du. Na, du hast doch auch für ihn gearbeitet. Wenn auch ohne Erfolg. Und du? Wenn ich mir das nur vorstelle. Schnappt was auf, denkt sich, da ist für mich auch noch was zu holen und hat nichts Besseres zu tun, als sofort einzusteigen. Hätte wirklich nichts Besseres tun können. Hier, ist die vereinbarte Prämie. Danke. Und? Wie ist es mit dir? Mit mir? Was soll mit mir sein? Das sieht doch ein bisschen so aus, als hätte ich dir das Leben gerettet. Und Ricarda. Na, das sollst du nicht umsonst getan haben. Das war ich, die den Stein geschmissen hat, das mal klar ist. Ist auch wahr. Dafür kriegst du auch ein Küsschen.